Willkommen bei Weltform mit dem Unboxing des HTC One V Smartphone. Wir haben natürlich auch das One S und das X wird es dann später auch noch geben. Und ja, wir sehen können, die Verpackungen sind eigentlich recht ähnlich, aber ganz, ganz Neues hier von HTC. Und zwar gibt es natürlich in jedem Smartphone mittlerweile Beats Audio, nachdem es HTC die Rechte gekauft hat. Und die technischen Daten brauche ich euch jetzt, glaube ich, nicht vorlesen, aber das Modell heißt eigentlich T13020. Wir haben eine schöne 5-Megapixel-Kamera eingebaut und einen Single-Core-Prozessor in diesem günstigsten 300-Euro-Modell. Nicht so billig, aber das wird natürlich, denke ich mal, sich im Laufe der Zeit noch ändern. Mein Name ist übrigens Balazs Gál, das habe ich gerade mal wieder nicht erwähnt, aber ihr kennt mich mittlerweile, glaube ich, schon. Und wir legen gleich mal los mit dem Auspacken. Hier ist nochmal schön HTC drauf geschrieben und die Verpackung ähnelt so ein bisschen diesen Styropor-Sachen, die man normalerweise manchmal kennt, aber das ist hier aus wirklich recyceltem Papier gemacht und es ist eher so ein Pappe-Feeling. Oben haben wir gleich das Telefon drin, was ein Aussteller war übrigens, deswegen schaut die Folie so aus, wie sie ausschaut hier. Da steht drauf, I'm the one you've been waiting for, also recht schick hier von HTC und hinten sieht man nochmal das Logo, weil es so schön ausgeschnitten ist. Da zu dem Handy kommen wir später, wir werden einen kleinen Vergleich mit dem S und mit anderen Smartphones später auch noch machen. Wir sehen könnt, die ganzen Papiere hier fallen auch schon raus, denn wir haben einiges zum Lesen von HTC mit dazu bekommen. Zum Beispiel, was welche Taste macht in verschiedenen Sprachen, dann in verschiedenen Sprachen die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsbestimmungen und die Garantiekarte und wie man HTC erreichen kann, falls man ähnliche Probleme hat. Papiere lege ich jetzt mal auf die Seite. Des Weiteren haben wir eine CD als Handbuch mit dabei, wirklich sehr süß. Ich weiß nicht, in euer Netbook wird es natürlich nicht reinpassen oder Ultrabook. Und ansonsten, HTC üblich, kennen wir da schon ein wirklich sehr kurzes Mikro. USB-Kabel, das packe ich jetzt mal nicht aus, also ist wirklich so, denke ich mal, nicht länger als 60 oder 80 cm lang, in schwarz. Das Gerät ist übrigens auch in schwarz. Dann das übliche HTC-Ladegerät, das brauche ich jetzt auch nicht aufmachen, denn das kennt ihr auch schon aus anderen Videos. Das gibt bei 5 Volt 1 Ampere aus, also der Akku dürfte recht schnell geladen sein, hier hinten, und es ist natürlich nicht spiegelt. Und dann als nächstes haben wir hier noch die Kopfhörer, die ich auch nicht aus der Folie befreien werde, die es allerdings geschafft haben, eigentlich ein Flachbandkabel zu haben. Also ist wirklich sehr schön. Die verheddern sich nämlich nicht so leicht. Und das sind keine In-Ear-Kopfhörer, sondern nur solche, die man einfach ins Ohr steckt. Beziehungsweise da ist natürlich ein Headset mit dabei. Also man kann damit auch telefonieren dann unterwegs. Und das war's hier von der von dem Packungsinhalt. Und schauen wir uns das Gerät an, denn ich glaube, das ist das, was euch am meisten interessiert. Wie schaut das aus? Rückseite kann man, denke ich, auch irgendwie abmachen. Genau, zumindest die Unterseite kann man abmachen, denn man muss ja irgendwo die SIM-Karte reinschieben. Das passiert dann hier und die Micro-SD kann man auch leichter reinschieben. Der Akku ist fest verbaut, so wie ich das sehen kann, denn man kann hier ansonsten nichts abmachen. Das kennt man von HTC mittlerweile auch ein bisschen. Und ansonsten hier unten ist noch das Mikrofon, was ich hier gerade so sehe, was dann natürlich hier beim Sprechen wichtig ist. Wir haben hier natürlich einmal einen Lautsprecher. Ich mache das Gerät mal an, während wir hier reden. Und ansonsten Kopfhörer, An- und Ausschalter, habt ihr gerade gesehen, habe ich betätigt. Lautstärkeregler, die Folie natürlich vorne, machen wir jetzt auch mal kurz ab. Lege ich am besten außen mal drauf. Und, aha, das war recht schnell. Ich habe jetzt keine SIM-Karte drin. Wir haben hier wirklich eine schöne, mittlerweile Frühlingssonne. Der Winter ist rum, entsprechend mussten natürlich die neuen Geräte schon auf den Markt kommen. Ich glaube, ihr seht jetzt nicht viel vom Smartphone selber, aber ich probiere jetzt mal in die Einstellungen zu gehen. In dem neuen Essence 4, wenn das irgendwie hier funktioniert. Und die maximale Bildschirmhelligkeit einzustellen, damit ihr den ersten Eindruck davon bekommt, wie das Ganze hier sich verhält bei dieser hellen Sonne, die wir jetzt nachmittags um 5 auch noch haben. Ach, das ist schon die maximale Bildschirmhelligkeit. Also ich kann das ganz schön erkennen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das hier sehen könnt. Anschlussmäßig haben wir hier ansonsten nicht mehr viel eigentlich mit dabei. Die 5-Megapixel-Kamera werden wir euch dann natürlich noch separat zeigen, beziehungsweise ich kann hier noch schnell ein Foto schießen und dann seht ihr gleich, wie das ungefähr ausschaut, wenn das HTC-Handy jetzt das machen würde, was es machen soll. Es reagiert nämlich gerade nicht darauf, was ich hier machen will. Wir sind hier nämlich gerade in dieser Navigationsoberfläche, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ansonsten eigentlich sehr schön verarbeitet, es ist komplett, zumindest fühlt es sich an, als ob es aus Metall wäre, Unibody Design. Was mir nicht gefällt ist, hier unten ist eine scharfe Kante, ja, was ist hier scharf, also es ist schon eine Kante eigentlich,
von dem Display zu dieser Abrundung, die das Ganze nicht so schick macht. Ansonsten liegt es sehr gut in der Hand, was die Größe angeht. Ich habe hier noch das Sony Xperia Ray als Privattelefon, was vielleicht in der Größe her zwar noch etwas kleiner ist, aber in der Preisklasse damals, als es rausgekommen ist, eigentlich ähnlich war mit 300 Euro. Und hier könnt ihr den größten Unterschied ein bisschen erkennen. Die Dicke ist eigentlich auch ähnlich und das gibt es mittlerweile 200 Euro, aber das hat natürlich ein viel größeres Display und eigentlich auch ein schöneres Display. Und ich frage mich gerade wirklich, genau, HTCK wird beendet. Und dann machen wir jetzt wirklich noch schnell ein Foto und dann war es das auch schon mit dem Unboxing, was euch hoffentlich gefallen hat. Die Farben sind auf jeden Fall schon mal sehr schön hier von dem HTC. Und dann schieße ich jetzt einfach mal ein Foto. Es gibt keinen extra Fotoknopf. Und hier könnt ihr das Ergebnis sehen, wenn sich das Bild dreht. Entsprechend könnt ihr auch das Display sehen, dass es sich wirklich von dem Betrachtungswinkel eigentlich sehr gut verhält und die 5 Megapixel Kamera scheint auch wirklich schöne Bilder zu schießen und 720p Videos werden wir entsprechend noch morgen Abend dann in der Disco ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Dell TV, das war das HTC One V im Unboxing Video. Mein Name ist Balasch gerade nochmal und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen und please tune in again und abonnieren.